Also wir suchen ein neues Zuhause für den Teddy. Teddy ist jetzt ein knapp 4 Jahre alter Labrador-Kuvac-Mix, ist bei uns abgegeben worden, weil leider keine Zeit und keine Lust mehr auf diesen Hund in der Familie vorhanden war. Wurde als junger Welpe angeschafft, wurde langsam größer, wurde dann nach und nach aufs Abstellgleis geschoben. Er hat wohl auch mal gebissen, wir wissen eben halt nicht, inwiefern da wirklich, wie schwerwiegend das war. Fakt ist, wir haben ihn jetzt aufgenommen. Er wäre sonst tatsächlich eingeschläfert worden. Wir suchen für ihn ein neues Zuhause. Es sollten schon hundeerfahrene Leute sein. Stecken Kuvac mit drin, ist ein Hütehund. Das heißt, sie sind nicht immer so ganz einfach. Etwas hundeerfahrene Leute, ohne ganz kleine Kinder, 10, 12 Jahre ab, dann geht das wohl schon so. Da suchen wir ein nettes Zuhause, die mit ihm viel unternehmen, die ihm noch viel zeigen, weil er ist noch sehr unsicher. Ich denke, mit ihm wurde nicht viel gemacht. Ja, das ist der Karim, der ist 3 bis 4 Jahre alt, kam als Hundkatze vor knapp 3 Monaten zu uns. Er sollte als Wohnungskatze und als Einzelkatze gehalten werden, dadurch, dass er FIP-Träger ist, das heißt, er hat eine Bauchwassersucht, kann damit aber super leben, ihm geht es soweit richtig gut, total verschmust und ein ganz lieber Hund. Er kann auch durchaus zu Kindern.